Was haben wir hier noch? Hier ging es wieder hoch, ne? Warum wird es hier nicht heller? So, hier war die Treppe, um rauszukommen. Fackel wegschmeißen, braucht kein Mensch mehr. So. Alles klar. Da war der Duke. Hast du noch was? Da darf ich wahrscheinlich nicht rein. Ja, doch, cool. Guck mal. Oh, kleiner gelber Stein. Ich darf in die Hauptkammer des Dukes? Das ist ja nett. Okay, dann haben wir ja auch alles abgefrühstückt. Dann geht's hier mal weiter. Gucken wir mal. Was hier? Ach Gott, Exekutionskommando. Wie assi. Das waren Outlaws? Warum haben die ihre eigenen Männer abgeschossen? Naja. Da muss der Schnacksel, ich glaub's ja nicht. Willkommen, Schnacksel. Schönen Feierabend wünsche ich dir. Wie geil ist das denn? Da muss ich auch an Lachmann denken, ja, das stimmt. Wer bist du? Du bist nur eine Wache, okay. Und du? Iron Madison. Hey, bleib mal stehen. Abfall der Kleriker, hä? Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Toll, dass da jetzt der Stamm da reinragt, ne? Dein Spielzeug? Ja, er ist mein Eigentum. Und nee, musst du auch nicht darüber wissen. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig. Prügel den Gefangenen Respekt ein! Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Was treibt dich denn in meinen Stream, Schnacksel? Glaub's ja nicht, dass ich diese Ehre mal habe. Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Erspar mir die Details. Nur zu gern. Denn das Bild, dass er sich mit ein paar Huren vergnügt, widert mich an. Männer. Einfach erbärmlich. Ja, das war jemand eifersüchtig hier, ne? Warte auf ein Tor für Hoffe. Spielen die? Ach ja, ist ja Europa League, ne? Oder für uns alte Männer, UEFA Champions League. Hey, wie ist das früher? UEFA Cup. UEFA Cup. Stotti, danke für den Follow. Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das Fressen vom Tisch ziehen. Also brauchen wir... Ihre Brüste wackeln übrigens auch. ...den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert... Muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Frank. Der gute Frank. Da merkt man wieder, dass es ein deutsches Entwicklerstudio ist, ne? Selbst Frank heißt keiner in einem Film oder so. Das Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Jo, bye, Stotti. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ich hoffe, du findest ein Spiel, was du anstatt Alex spielen kannst.
Spiel Skyrim, wenn du es noch nicht gespielt hast. Hast du wahrscheinlich aber, ne? Darf ich dir dabei zusehen? Du schätzt meine Foltermethoden? Oder willst du mir nur imponieren? Sollten mir aber mal die Arme träge werden, lass ich dich rufen. Dann kannst du nicht nur zusehen, sondern selber auf ihn einschlagen. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Fein. Je mehr wird... Okay. Das war's, okay, alles klar. Geschoss, nehmen wir. Deswegen bin ich da. Wegen den wackelnden Brüsten. Das sagt der Lurchgurk immer. Der freut sich immer, wenn die Brüste wackeln, wenn er hier ist. Okay, warte mal. Ich bin hier. Ich muss eigentlich in diese Richtung weiter. Ne? Ich will ja hier nichts verpassen. Okay, das sind anscheinend die Gefängniszellen. Ja, den haben sie auch mal schön. Oh, guck mal, da ist noch einer. Da ist der Frank. Bist du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Die Outlaws werden dich auch noch festsetzen, wenn du nicht aufpasst, Kamerad. Ich komm schon klar. Zu wünschen wäre es dir. Möge Kalan über dich wachen. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, mich hat es auf eigene Faust hierher verschlagen. Ach so liegen die Dinge. Verstehe. Dann werde ich dir doch in aller Kürze berichten, was vorgefallen ist. Ich gehörte einem Spähtrupp Kleriker an. Wir wollten Informationen über die Bewaffnung und Verteidigungsstärke der Outlaws einholen. Leider wurde ich von meiner Einheit getrennt, als wir in einen Hinterhalt von ein paar Insektoiden geraten sind. Zu allem Übel war mein Fluchtpunkt schlecht gewählt, denn ein paar Outlaws kreuzten meinen Weg. Wie du dir vorstellen kannst, gingen mir dann die Lichter aus und ich bin hier gelandet. Du hast nicht gerade das Glück gepachtet. So sieht's aus. Ich es nicht zusammenfassen können. Hi Kili bei Schnaxel. Viel Spaß beim Fußballschau. Ein Zeichen Kalans. Als mein Waffenbruder ist es deine Pflicht, mich hier rauszuholen. Wie soll ich die Outlaws überreden, dich gehen zu lassen? Ich sitze hier schon eine Weile und habe sie beobachtet. Nennenswerte Lücken sind mir nicht in ihrer Wachroutine aufgefallen. Dabei habe ich gehofft, dass dieser disziplinlose Haufen Fehler macht. Also, irgendwelche Ideen? So wie ich das sehe, haben wir nur eine Handvoll Optionen. Ja, gesagt, Splitter wahrscheinlich wieder, ne? Dieses Biest von einer Frau nimmt mich dabei ganz besonders in Augenschein. Iron Madison wird sie von dem Abschaum hier gerufen. Ja. Das Einzige, was ich Iron weiß, dass diese Cindy aus dem Vergnügungsviertel sie nicht leiden kann. Du könntest sie mal aushorchen. Vielleicht können wir ihre Abneigung gegen Iron Madison zu unserem Vorteil ausbauen. Warum nennen die Iron Madison hier? Schwester von, keine Ahnung, Black Sabatini oder was? Iron Madison nennt man doch kein NPC hier. Außer man ist halt ein riesen Iron Maiden-Fan, ne? Anthraxia. Was sind die anderen Optionen? Eine zweite Möglichkeit wäre, dass du die Outlaws dazu bewegst, mich kampflos gehen zu lassen. Wie du das allerdings anstellen sollst, weiß ich nicht. Obwohl, vielleicht stößt du im Ödland auf den Rest meiner Einheit. Denn wenn unser Gruppenanführer noch lebt, weiß er vielleicht Rat. Richtung Nord-Nordost solltest du das Camp finden können. Mehr steht nicht zur Auswahl? Nein, eine dritte Option will mir nicht einfallen. Okay. Pass auf, der hat mir jetzt ein paar Sachen gegeben, optionale Quests, ne? Jetzt muss ich dann nochmal kurz gucken. Das waren die drei für den Typen. Hier, Tavar. Sollte ich mich mit dem Rest einer, wie man ihm helfen kann. Laut der Koordinaten sollte ich im Osten auf sie stoßen.
Okay. Okay, gut. Also wir sollen mit dem seine Einheit reden. Ansonsten können wir im Moment nichts machen. So. Weiter geht's. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier geht's runter zu diesem Teil da, ne? Da wollte ich auch nochmal hin. Scheiße. Haben sie dich auch gefangen genommen? Wieso? Wieso sollte sich sonst ein Kleriker hier im Lager herumtreiben, wenn er nicht dazu gezwungen wird? Ist immer noch hier. Laut meiner Liste ist er immer noch hier. Killy. Hat dich gut vertreten. Ich bin freiwillig hier. Wie bitte, was? Wieso sollte sich ein Kleriker freiwillig mit den Outlaws abgeben? Die Regeln im Hort scheinen ganz schön lasch geworden zu sein, seit ich weg bin. Du hast zum Glück nichts Falsches gesagt, ne? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Hallo, Elmar? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ach, das ist die andere Richtung. Okay, dann ist das hier wirklich Big Bang, ne? Das hier. Kann ich da irgendwann was dran machen? Nee, ne? Ah, hier geht's auch raus. Zerbrot. So, so langsam habe ich die Stadt, glaube ich, ein bisschen durch, ne? Also oben gibt es noch einen kleinen Bereich, in den ich gehen kann. Und dann haben wir mal schon... Dann haben wir wieder genug Quests erstmal. Und mit der neuen Waffe und mit den neuen Rüstungen. Sollte das doch alles... Nein, ich will nicht hier hin. Wo ging es denn jetzt hier hoch? Hier? Sollte das doch alles ein bisschen entspannter gehen. Burger haben wir auch genug, Heiltränke haben wir auch genug. Dann geht's endlich mal weiter, ne? Wer bist du? Ein Outlaw. Das ist schon ein bisschen Mad Max hier, ne? Ich bin direkt hinter dir. Oh, wer ist das? Big Jim. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Geil. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Bezahl mich, dann mache ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Ah. Welcher Plan? Na was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Sehr geil hier, ne? Alle wollen den Duke weghaben. Und der Duke ist eigentlich ein Würstchen. Und seine Schwester spinnt im Hintergrund die Fäden. Du willst also den Duke entmachten? Entschuldigung. Sagen wir einfach,
Ich wäre ein besserer Anführer als er. Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Wie lange kämpfst du schon in Vorhang. Der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Yeah. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen. Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Die Herstellung überlässt man besser denen, die Ahnung davon haben. Wieso? Weil ein fehlerhafter Schlagzünder eine verheerende Wirkung haben kann. Schlag was? Du lässt besser die Finger davon. Du könntest die Teile hier ja mal überprüfen. Ja, geil. Ach, weißt du was? Behalt sie ruhig. 3 Sprenggranaten bekommen, die wahrscheinlich defekt sind. Wegen der Arena. Wie sind die Regeln? Wir haben kaum Regeln. Wähle deinen Herausforderer und triff dich mit ihm in der Arena. Sobald ihr drin seid, kurze Absprache, ob es losgehen kann, und dann schlagt ihr euch die Fresse ein. Nach dem Gefällt Kampf mir. Kann man dann bei mir das Preisgeld einstreichen. Das bekommst du natürlich nur, wenn du auch den Kampf gewonnen hast. Andernfalls gibt's außer ein paar Beulen gar nichts. Gut, sonst noch was? Ja. Begleiter haben in der Arena nichts verloren. Du Aber wirst ja, dich klar. in Kämpfen alleine stellen müssen. Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Und ab wann kann ich dich herausfordern? Sobald du mit den beiden den Boden gewischt hast und im Auftrag okay. des Dukes handelst, lasse ich mich dazu herab. Ach, nur wenn Vorher ich... Vorher bist du es nicht wert. Na, das ist ja schade. Dass ich meine Zeit mit dir vergeude. Ich will gegen dich antreten. Das geht doch nicht. Vergiss es. Ich habe dir schon meine Gründe dargelegt, warum daraus nichts wird. Okay, ich soll mit Ike und mit Duke reden. Nee, mit Ike und mit noch irgendjemand. Ich weiß nicht genau wen. Da muss ich die wohl irgendwie finden. Ist das einer davon? Nein, das ist ein normaler Outlaw. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich gehe raus. Kluge Entscheidung. Abirli. Süß. Einfach nur eine Wache. Bin ich jetzt schon ganz am Norden? Na, nicht komplett. Hier geht's auch noch weiter. Okay.
Das ist schon geil aufgebaut hier. Also richtig geil Fallout 4 hier, ne? Fallout 4 ein bisschen detaillierter. Ein bisschen mehr Liebe reingesteckt. Blake. Dein Gesicht kenne ich nicht. Hältst du zu Baxter oder Logan? Logan war der Duke, ne? Baxter? Keine Ahnung mehr. Wer ist Baxter? Wer ist Baxter? Du bist wirklich nicht von hier, was? Ne. Baxter, der Blutige. Er hat dieses Lager hier gegründet. Man sagt, er der, hat der entmachtet wurde. Dutzend Schakale mit bloßen Händen getötet. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Fort hier vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Zu niemandem. Ich bin Kleriker. Na super. Hätte ich eigentlich merken müssen. Ich gebe dir einen guten Rat. Erzähle das nicht überall rum, sonst lebst du hier nicht lange. Kleriker sind hier nicht gern gesehen. Verstanden. Also, was möchtest du? Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall. Hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Erzähl mir mehr über den Duke. Ich finde den schon. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. Noch ein Revoluzer, wie geil. Jemanden wie mich? Entbehrlich. Naja, du weißt schon, jemanden, der dem Duke nichts schuldet. Ach so. Pass auf, ich erklär's dir. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Wie war das mit Komm dem Duke nicht krumm? Hey, wenn du die Granatenkisten nicht für mich klauen willst, musst du das nicht machen, okay? Ich zwinge dich zu nichts. Aber nur für den Fall, dass du es doch machen willst, sag mir Bescheid. Wegen deiner Granatenkiste. Ja, machen wir das. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Handel mit mir. Der hat reines Elex. Noch eine Quest, ne? Was hat der denn da für ein Gerät? Du hast hier keinen Zutritt. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Solange keiner kommt.
War alles gut. Wir hatten mal wieder keiner gesehen hier, ne? Mit Dieben machen wir hier kurz. Da hat mich definitiv einer gesehen. Ja, das darf ich sogar nehmen. Wie geil ist das denn? Reisetasche, darf ich mir auch drin. Gut erhaltene Konservendose, super. Finde ich aber gut, dass das in diesem Spiel wirklich klar getrennt ist. In Skyrim war da überhaupt nichts klar getrennt. Da hast du manchmal was genau nehmen dürfen, manchmal nicht. Da hast du keine Ahnung gehabt, warum. Eigentlich schon krass, dass man das Spiel immer mit Skyrim vergleicht, ne? Oder ich zumindest. Wenn man sich überlegt, dass das hier 30 Mann sind und keine Ahnung, Bethesda, wie viel Mann an Skyrim gearbeitet haben. Ist halt was ganz anderes, darf man eigentlich nicht vergleichen. So, jetzt müssen wir nur noch hier hin. Hier war ich glaube ich noch nicht, ne? Warst du schon im Käfig? Hast du ein Loch im Kopf? Ich lass mir doch nicht die Zähne ausschlagen. Na, wenn schon. Brauchst du das sowieso nicht. Und wie soll ich ohne Zähne kauen? Gar nicht. Steck dir dein Fressen einfach hinten rein. Vielleicht kommt vorne dann endlich mal etwas Brauchbares heraus. Geiler Dialog. Wir beide mal in die Arena. Ja, ja, lass stecken. Geil. Sind wir jetzt richtig? Ja, ne? Ja, okay. Ne, hier war ich schon. Panzer haben die hier, der ist aber wahrscheinlich nicht mehr funktionstüchtig, ne? Spike! Wen haben wir denn da? Ein neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Vorfrei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles ich klar? Bin schon drin! Zahl einfach. Bei Gewürm wie ihm ist jedes überflüssige Wort verschwendet. Sparen wir uns also die Zeit. Sag deinem Hündchen, es kann nicht Schnauze halten, sonst verdoppel ich die Summe. Schon gut. Ich habe dich schon bezahlt. Geil. Wie jetzt? Ich habe dich noch nie gesehen. Guck in deiner Tasche nach, ich habe dir 1000 Splitter gegeben. Ja, 1000. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich kann mich da an was erinnern. Ach, du warst das. Genau. Es tut mir leid, ich war das. Bitte gehen Sie durch. Ich wollte nicht zu forsch sein. Entschuldigen Sie bitte. Versuch das nie wieder bei mir. Natürlich nicht, natürlich nicht. Einen schönen Tag noch. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Ja, genau, das sagt jeder Abhängige, ne? Saka denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex. Dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Sympathisierst du mit den Alps? Was? Wie kommst du denn darauf? Am liebsten würde ich sie beim Kopf packen und im Sand ersticken. Ich ziele auf etwas anderes ab.
Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Duke hat einfach Schiss ohne Ende. Gib mir einen groben Überblick über das Vor. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Vor wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Hab ich's doch. Wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Vor in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter. Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Habe ich mit allen gesprochen. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Waldstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Hey, im Moment spiele ich nur Elex. Hi Rival, willkommen zurück. Im Moment spiele ich nur Elex und, Suat, Entschuldigung, Suat, nicht Rival. Im Moment spiele ich nur Elex und Isaac. The Binding of Isaac. Final Fantasy 14 habe ich zu lange Zeit gespielt. Kommt auch wieder, wenn es neue Patches gibt. Ja. War's so im Moment. Und Dark Souls ist geplant. Dark Souls 2. Das Rumgeschleiche kannst du dir sparen. Das war wohl Glück. Na, wahrscheinlich hat er sich auf Offline gestellt. Kann man ja. Oh Gott, er hat Kettensägenschwert in der Hand. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Schön, dich zu sehen. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Oh, guck mal. Nee, aber Ring der Ausdauer ist schon geil. Aber meine macht 20. Okay. Habe ich sogar schon zweimal das Rezept. Kann ich ja einmal verkaufen, ne? Alles klar. Gut, dich zu sehen. Zeig mir. Was hast du so?
Aber natürlich. Heiltrank hat der. Das kostet zu viel. Steakteller. Was macht denn Steakteller? Angriffsstärke plus 10. Ja, kaufen wir. Cool. Hat dich gerade was in die Nase gezogen? Immer diese Elex-Chunkies hier. Schönen Tag. Wirt! Das war's? Das nehmt, das bringt gar nichts hin. Schönen Tag. Alles klar. Leute, es tut mir leid, ich muss nochmal auf Pipi. Ich bin erkältet, das ist ätzend. Wenn man erkältet ist, muss man dauerhaft auf Pipi. Bis gleich. So. Er antwortet mir nicht. Also, ist es auch möglich, Spiele mit der Community zu spielen? Ja, ist sogar angedacht. Aber alles noch in der Mache. Es ging schnell. Ja, meine Toilette ist direkt hier im Nebenzimmer. Dann kurz Pipi machen, Hände waschen. Weiter geht's. Ja, also im Moment noch nicht. Im Moment habe ich noch so viele Singleplayer-Games, die ich spielen will. Aber ich hätte schon Bock. Klar. So, ich glaube, wir sind hier mit der Stadt durch. Hier noch ein bisschen nach vorne latschen. Gucken, ob es hier noch was gibt, irgendjemand. Hier, guck mal. Da ist der William. Großartig. Noch einer, der glaubt, bei uns gäbe es was umsonst. Du hast Glück, dass du kein Berserker bist. Die haben mir schon mehr als genug Ärger gemacht. Genau wie die verdammten Kleriker. Hast du was gegen Berserker? Berserker, Kleriker. Die einen kommen von vorne und die anderen von hinten. Und alle wollen sie uns an die Wäsche. Die einen brauchen Männer und die anderen wollen unser Land. Salzig. Schmeckt nach Holunderblütenseife. Die Kleriker wollen eure Männer? Natürlich. Die Kleriker haben doch totale Nachschubschwierigkeiten, was neue Rekruten angeht. Wusstest du das nicht? Aber dass sie unsere Männer kriegen, können sie vergessen. Wer glauben die denn, wer ich bin? Ich bin William. Ich gehöre zur Familie des Dukes. Mir gehört der verdammte Laden hier. Wer nicht tut, was ich sage, landet schneller in der Schlucht, als ihm lieb ist. Denk daran, wenn du hier bist. Häng ich dran. Bist du sicher, dass du hier alles im Griff hast? Wenn hier jemand Scheiße baut, dann regel ich das schon. Du solltest dich also lieber gut mit mir stellen. Apropos gut stellen. Du könntest direkt mal damit anfangen. Ich habe ein Problem, bei dem ich einen Außenseiter gut gebrauchen könnte. Du willst die Hilfe eines Klerikers? Du hast recht. Ich vertraue Klerikern mit keiner Faser meines Körpers. Aber dass du hier bist und anscheinend auch nicht im Auftrag der Kleriker, sagt einiges über dich aus. Wenn du also hier auch nur ansatzweise Fuß fassen willst, solltest du mich anhören. Ich brauche jemanden, der unbekannt ist. Jemand, den die Hauptmänner hier im Lager nicht auf dem Radar haben. Einige der Hauptmänner sind unzufrieden. Und ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Chloe sagte schon, dass du Arbeit für mich hast. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Hör dir an, was ich zu sagen habe. Und dann kannst du direkt wieder zu ihr zurückgehen.
Wegen der Hauptmänner. Wer sind sie? Es geht um Big Jim, den momentanen Meister der Arena. Chloe, sie führt das Vergnügungsviertel hier im Vor. Und um Mad Bob, er nennt sich selbst der Müllbaron. Bei ihm solltest du aufpassen. Er hasst es, Mad Bob genannt zu werden. Sprich ihn also besser nicht auf diesen Namen. Den kenne ich noch nicht. Ach ja, und Blake nicht zu vergessen. Er ist auch einer unserer Hauptmänner, aber er ist loyal. Mit ihm haben wir keine Probleme. Was hat Chloe getan? Chloe zahlt ihre Abgaben schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Ich brauche jemanden von außen, der sich darum kümmert. Die Leute haben Angst, dass Chloe sie nicht mehr in ihren Laden lässt, wenn sie hier krumm kommen. Aber du bist keiner von uns. Bei dir sollte das kein Problem sein. Ich will, dass du zu ihr gehst und herausfindest, warum sie nicht mehr zahlt. Wenn du das nicht hinkriegst, dann sorge wenigstens dafür, dass sie ihre ausstehenden Schulden bezahlt. Hi, Manguse. Willkommen im Stream. Grüß dich. Mach's dir gemütlich. Wir sind bei den Outlaws. Also ich bin Kleriker, aber wir sind bei den Outlaws gerade. Was ist mit Blake? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Blake ist der einzige Hauptmann des Dukes, der hier keine Probleme macht. Der kümmert sich oben um seine eigenen Angelegenheiten und tut, was man ihm sagt. Das, was ich mir hier von allen wünschen würde. Was ist mit Big Jim? Big Jims Ventil ist völlig kaputt. Er hält sich für die allergrößten. I see. Nur weil er es schafft, jeden in der Arena zu besiegen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass er behauptet, eines Tages auch den Duke zu besiegen. Das sind keine Gerüchte. Woher willst du das bitte schön wissen? Weil er mir gesagt hat, dass er den Duke samt Anhang absetzen will. Diese miese kleine Ratte. Aber ich sag dir was, er ist gar nicht so stark, wie er tut. Ich könnte wetten, dass die meisten sich freiwillig von ihm besiegen lassen, weil sie Angst vor ihm haben. Ich will, dass du gegen ihn antrittst. Ich will, dass du für den Duke kämpfst und Big Jim in seine Schranken weist, damit er merkt, wo er hingehört. Big Jim ist also der Müllbaron. Hey Manguse, welcome to the stream, sit down, relax. But it's only German. Not the stream, but the game. Only German language and subtitles are also in German. I think it's hard for you. But you can wait a little bit, then we'll have some action outside the base. Wo ist das Problem mit Mad Bob? Mad Bob? Ja, der ist ein Fall für sich. Also die Fakten sind die. Er liefert nicht mehr. Er ist Oberaufseher für unsere Schrottlieferung. Aber es kommt kein Schrott mehr an und ich weiß nicht warum. Nein, Mad Bob ist der Müllbaron. Du musst verstehen, so einfach ist das nicht. Bob ist ein lieber Kerl, aber er kann... Naja, du wirst ihn kennenlernen. Ich befürchte, dass er nicht mehr liefert, weil niemand mehr für ihn arbeiten will. Zudem muss ich ja für Parkquests. Wenn du mit Bob wieder liefert, verspreche ich dir eine fette Belohnung. Ich kümmere mich um deine Hauptmänner. Das wollte ich hören. Und eine dicke Belohnung für dich gibt es natürlich auch. Der Duke vergisst niemanden, der ihm loyal gegenübersteht. Komm wieder zu mir, wenn du gute Nachrichten hast. Neue Mission, Brüche gemacht. Das ist doch cool, das können wir jetzt hier gleich mal machen. William verlangt, dass ich an seiner Stelle den Kampf in der Arena bestreite. Es wäre eine große Ehre, im Namen des Dukes zu kämpfen. Ich muss auch mit mehreren jetzt reden wieder, ne? Okay. Gibt es hier nur einen Teleporter? Das ist ja auch heftig. Gut, dann gehen wir erstmal zu Blake. Wir müssen die jetzt nochmal abklappern. Schade, dass wir nicht andersrum gelaufen sind. Dann wäre das, glaube ich, ein bisschen einfacher geworden hier. Warum habe ich eigentlich noch die Knarre? Oh, das Schwert ist viel cooler. Ab zu Blake. Hier. Ach nein, jetzt check ich das. Das ist so eine Überquest. Und ich soll denen helfen einfach. Jetzt verstehe ich das. Dann müssen wir nämlich... Das ist so wie das Gesetz der Berserker, ne? Ach, hier sind die, gegen die ich kämpfen soll.
Ja, dann machen wir das doch mal. Icke Häsler. Den töten wir als erstes. Beziehungsweise den fordern wir als erstes mal raus. Erstmal Brennstoff einsachen, sacken hey. Und dann Icke. Hey, neu hier, was? Kann man so sagen. Krass, echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Der ist doch auf Marihuana, so wie der redet, oder? Erzähl es mir. Nee, ich wollte wissen, ob du es kennst. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheißhauspapier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Naja, wenn ich nicht gerade zu bin, gehe ich in die Arena. Ist gewusst. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Das war so klar. Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Du kämpfst also in der Arena. Jetzt kommen wir zur Sache. Ja, Mann, ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stims. Süchtig nach Alkohol, Scheiße. Sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergevögelt zu kämpfen? Das kannst du nicht. Leergevögelt. Was ist denn leergevögelt? Gevögelt. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne, war's das. Eine Revanche kriegst du nicht. Das ist ja geil. Erstmal ein Bier anbieten, das ist geil. Das machen wir. Auf einen fairen Kampf. Nee, wenn ich mir jetzt einen kippe, schade. Ist dir viel zu leicht. Schade. Hier, hast es wieder. Hat's mir zurückgegeben. Dabei hast du doch großen Durst. Geil. Was, ich hab Durst? Hey, du hast recht. Auf dein Wohl, Bruder. Suggestion ist göttlich. Du solltest dich vor dem Kampf noch etwas aufputschen. Na, erstmal Stims rein. Das Bier ist eigentlich schon zu viel gewesen. Wenn ich jetzt was nehme, qualmen mir die Socken. Du brauchst den Stoff. Alter, du hast recht. Ich bin schon ganz zittrig. Besser, ich verpasse mir noch eine Ladung. Komm, dem geben wir es dreckig, oder? Verpasst dir so viele Stims, wie du auf Lager hast. Sag mal, willst du mich umbringen? Alkohol und eine Überdosis? Da kann ich ja gleich den Bestatter rufen. Scheiß drauf. Du wirst stark wie ein Berserker sein. Du hast recht. Ich hau mir das Zeug direkt in die Venen und dann erledige ich dich. Wahrscheinlich kann er jetzt gar nicht mehr kämpfen, ne? Wow. Das ballert ganz schön, Alter. Die Farben. Alter, genau, der Klassiker. Ich sehe Farben. Hast du das Sofa bestellt? Krass. Ich dachte, die Dinger wären ausgestorben. Warum wird denn jetzt alles schwarz? Was ist denn hier? Was ist denn hier kaputt? Es war eigentlich klar, dass das passiert, ne? Es ist, wie es ist, wir speichern es ab. Ein Bier hat er noch gehabt. Scheiße, können wir mit dem wohl nimmer. Ja. Ups.
Shit. Gegen den kämpft keiner mehr. Ah, der Neue im Fort. Ich habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Auch wenn du echt Eier haben musst. Den meisten Klerikern wurde der Schädel eingeschlagen. Aber lass dich willkommen heißen. Bei den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ich will etwas verdienen, nicht ausgeben. Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Bestimmt. Vergiss nicht. Ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, 10.000 Splitter auf Lager. Für ein paar gute Tipps. Das ist mehr als genug. Junge, Junge. Du willst dir was verdienen und schleppst so eine Summe mit dir herum? Ich sollte dich wohl eher fragen, wie du an so viel Elexit gekommen bist. Hast du Ike schon zum Arena-Kampf herausgefordert? Ja. Oh, okay. Dann nützt dir der Tipp nichts mehr. Und weiter? Was hältst du davon, dich auf Kosten anderer zu bereichern? Solange ich einen Nutzen daraus ziehen kann, ist es mir egal. Dann wirst du sehr zufrieden sein mit dem, was ich dir nun anbiete. Ich kenne ein paar überbezahlte Leute, die sich in der Vergangenheit wenig solidarisch verhalten haben. Sie mussten keine Splitter für ihre Verstöße abdrücken. Und umso mehr haben wir ehrliche Leute geblutet. Und wie soll mir das jetzt helfen? Weil ich hier ihre Schuldscheine habe und du sie damit abkochen kannst. Ja, geil. Sowas mag ich. Wedel einfach vor ihrer Nase damit und sag ihnen, dass ihre Frist abgelaufen ist. Oder aber du verkaufst sie an einen Händler. Bringt sicher auch ein paar Splitter ein. Und da du mir eine große Summe Elexit gegeben hast, zauber sind ich die Hengel noch ein Ass aus dem Ärmel. Elmar muss irgendwo einen Tresor oder einen Behälter gebunkert haben, der mit einem Passwort geschützt ist. Bisher habe ich ihn nicht gefunden, aber wenn du ihn findest, lautet das Passwort 1337. Hier, nimm diesen Fetzen als Erinnerung, falls du den Code vergisst. Das ist nett, danke. Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nur wenn er 500 Nein, Splitter macht. Aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden. Und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die da wären? Du ziehst die Leute Rüstung ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Ja. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das die sicher Beulenpest. An deinem Ego. Zumal Süß. Ich dir keine Revanche einräumen werde. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Geil.